Tja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update und Multiplayer. Und ja, wir sind schon mittendrin. Wir haben hier einen mittelgroßen Stamm, 150, 153, 155 Sapiens, also schon, glaube ich, ein bisschen beachtlicher. Wir sind gestartet irgendwo mit, weiß ich nicht, 8 oder 10 am Anfang. Ja, und hier ist unsere erste Außenstelle, die wir tatsächlich permanent. Da sehen wir jetzt, is very hungry. Ja, ihr müsst eigentlich nur da oben ernten. Also ich muss mich mal ums Essen kümmern. Die müssen, ja, da sieht man jetzt, das sind die ganzen Behandelten. Wir haben hier eigentlich, müssen wir das vielleicht ein bisschen aufwerten hier. Select und zack. Ich dachte, die Bananen habe ich schon mal abgeerntet. Und wir werten die mal auf. Okay. Jetzt laufen hier einiges an Meldungen rein. Okay. Ja. Also ich hoffe mal, dass jetzt hier das Essen kein Problem wird. Dass die tatsächlich hier die Sachen noch fertig abernten und dann auch essen. Is no longer hungry. Okay. Ja, gut. Also das wird schon hier. Alles nicht so einfach. So. Is no longer hungry. Okay. Ja, das ist beruhigend. Ihr wisst schon, Hunger ist so ein Ding. Und da habe ich mal ganz am Anfang, als ich begonnen habe, das Spiel zu spielen und eben unerfahren war, habe ich da tatsächlich mal, bin ich da mal richtig reingerauscht. Ne? Ich hatte nichts, keine Vorräte, nichts in der Nähe, was man schnell mal abernten konnte. Und musste dann irgendwas produzieren. Es war auch, ich glaube, das war weiter im Norden, wo die Erde nicht so fruchtbar war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also da sind wir, glaube ich, dann tatsächlich einige Sapiens auch verhungert. Und das ist natürlich schon tragisch. Das ist schon tragisch. Ja. Das willst du nicht haben. Und das multipliziert sich dann. Also wenn die Sapiens Hunger kriegen, richtig Hunger, dann werden die ganz langsam. Und wenn dieser ganze Stamm hier, diese, was weiß ich, 100 Leute, die wir jetzt hier haben, wenn die jetzt ganz langsam werden, dann passiert auch nichts mehr. Dann wird nichts mehr geerntet oder nur ganz, ganz, ganz sachte. Das heißt also, du hast dann auch fast keine Chance mehr, irgendwie Nahrung zu beschaffen. Man kann wirklich sagen, da ist der ganze Stamm ist paralysiert, also ist wirklich so gelähmt, in Anführungszeichen. Und das da aus dem Loch wieder rauszukommen, das ist eine echte Herausforderung. Also das ist nicht ohne. Deswegen war so wirklich meine. Oh, da ist irgendwie. Da war jemand, ne? Entschuldigung, wenn ich da gerade so kalt unterbreche, aber da war jetzt jemand. Aber das habe ich übersehen, denke ich. Da war so ein weißes Dreieck. Wahrscheinlich haben wir da jetzt einen Zuwanderer übersehen. Zuwanderung. Naja, okay. Sei so. Ja, Hunger. Also das ist etwas, was ich gelernt habe. Weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, aber ich habe da gelernt, damit ist nicht zu scherzen. Das klingt so ein bisschen harmlos mit wie, da haben welche Hunger. Aber das eskaliert ruckizucki zu einer wirklich bedrohlichen Situation. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, von Anfang an sofort, also relativ früh schon, eben so Obstgärten anzulegen, Bananen, was immer in der Nähe wächst. Und das ist jetzt so ein bisschen zum Sport ausgewachsen, dass ich sage, ich möchte alles haben, was es so gibt. Und das möchte ich gerne anbauen. Und das hat man eben dann praktisch vor der Tür und kann sehr schnell darauf zurückgreifen. Kann sagen, okay,
Ja, da stecken sich immer noch welche an. Das ist ein bisschen seltsam, ne? Also die Infektion, die rauscht hier wirklich durch. Wir haben immer noch keine Alpakas hier. Also es ist ein bisschen seltsam hier im Moment. Haben wir Alpaka-freie Saison. Tja, wie dem auch sei. Gut, ja, gut. Jetzt ist die Frage mit unserem Schlitten. Mit unserem Schlitten, der steht hier irgendwo, richtig? Oder hat sich da schon jemand dem Teil angenommen? Aber dann muss es ja irgendwo sein. Ja, hier haben wir auch noch Gooseberries. Okay, jetzt schauen wir mal. Vielleicht ist es ja schon hier. Vielleicht ist er schon hier. Ja, tatsächlich. Das hat schon jemand gesehen und hat's hier, hat ihn hier runtergebracht. Okay. So, das heißt, wir können hier Beetroots anbauen. Und das machen wir dann auch gleich. Ich meine, oder soll man noch ein bisschen warten, bis hier die das hier gepflanzt ist? Wir haben eigentlich keine Eile, weil im Schlitten hält sich das alles ganz gut. Und wir haben hier noch Nahrung, 77 und zwei Bananen. Also da haben wir noch ein bisschen Luft. Müssen wir also nichts überstürzen. Wir müssen nur schauen, dass wir irgendwann wieder die Schlitten hochfahren. Damit wir wieder neue Versorgung starten können, weil irgendwann müssen wir nochmal Nahrungsmittel hier runterbringen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis unsere Plantage da unten Ertrag abwirft. Jetzt schauen wir mal, ob hier schon. Das läuft immer noch nicht an. Also, es ist wirklich, wirklich zäh hier. Wo gehen denn diese ganzen Grinding-Tools hin? Ich verstehe das nicht. Die macht keiner. Warum macht die keiner? Okay, jetzt ich werte das jetzt mal auf. Und das da auch. Zack. Und das da auch. Das müssen wir tatsächlich aufwerten, weil das passiert nicht. Gut, ich habe zu viele andere Jobs hier am Laufen, ne? Ernte und so weiter. Insofern die Produktion von Medizin. Deswegen bleibt da so viel liegen, ne? Ja, und ich würde ganz gerne eben auch so Sachen wie, düngt mir bitte in dem Bereich automatisch alles, was gedüngt werden muss, düngt mir das bitte automatisch nach. Das wäre natürlich auch noch schön als Funktion. Ich meine, wenn ich hier einen Stamm mit so 10, 20 Leuten irgendwie betreuen muss, dann ist ja das ganz witzig, wenn man sich um all diese kleinen Aufgaben auch wirklich manuell kümmert. Aber wenn wir hier, und ich weiß ja nicht, wie ist eure Meinung? Also, ich meine, ich versuche tatsächlich hier den Stamm, was weiß ich, auf 200 oder wenn möglich auf 500. Ich weiß nicht, wo das Limit dann ist. Irgendwie hoch an mehreren Siedlungen und so weiter. Und dann ist es, dann wird es schon sehr mühsam, all diese ganzen kleinen manuellen Aufgaben da zu managen. Also da ist man nur noch damit beschäftigt, das alles hier am Laufen zu halten. Und es ist dann auch. Es ist ja ganz witzig, ja, den Leuten dazu zu schauen und diese ganzen Dinge, aber wenn man es immer wieder macht, immer wieder, immer wieder, immer wieder und sich das Ganze dann nur noch darauf beschränkt, dass man in dieser Tretmühle sozusagen dann ist, ja, das ist dann auch nicht mehr so lustig irgendwie, finde ich. Weiß nicht, schreibt mir da mal eure Meinung. Was denkt ihr darüber? Sollte man das dann, sollte es da eine Möglichkeit geben, das zu automatisieren? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, nee, man sollte das tatsächlich
in der Spielerhand belassen. Der Spieler sollte sich da dann manuell wirklich darum kümmern und nicht das automatisieren. Ich weiß nicht, wer von euch Siedler mal gespielt hat. Das ist ja schon ewig her und es ist auch nie mehr gelungen, so einen richtigen Nachfolger da zu produzieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, die modernen Spieleschmieden, die neigen auch dazu, das alles so ein bisschen zu diesen Overkill, diesen grafischen Overkill zu machen. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn ein Spiel grafisch auch, oh, da ist die erste Banane gewachsen, super. Das heißt, wir können da vielleicht, und da ist auch die erste Raspberry. Okay. Gooseberry ist noch nicht gewachsen, oder? Nee. Haben wir hier? Ja, wir können mal eine ernten, dann wird die noch gepflanzt. So, also grafisch, natürlich ist es schön, wenn das grafisch so ein bisschen gestaltet ist und wenn das ein bisschen nett gemacht ist und so weiter. Das hat was, natürlich. Aber ein Spiel lebt nicht hauptsächlich davon, sondern meiner Meinung nach lebt ein Spiel eben von einer guten Spielidee. Es macht Spaß, das zu entwickeln, in irgendeiner Weise zu irgendwas zu erforschen. Also diese Art von Spielen, also sage ich mal so Aufbauspiele, wie wir es hier ja haben, ne? Und die Siedler auch waren, dass man Bäckereien baut, Bauernhöfe baut, die Getreide produzieren und da musste man irgendwelche Windmühlen hinstellen, die das Getreide mahlen und da musste man bauen und dann konnte man irgendwann eine Armee bauen. Das war halt so damals einfach so immer dieser Age of Empires war so ein ähnliches Spiel, ne? Das letztendlich immer dahin gemündet ist, dass du am Ende irgendwie so eine Armee gebaut hast und dann losgezogen bist und deine Gegner niedergemacht hast, ne? Das war sozusagen so der finale Bosskampf dann am Ende. Und wer weiß, wo Dave jetzt dahin will, wenn er sagt, er macht hier so ein Combat-System, dann geht es ja hier auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, ich bilde dann so eine kleine Armee aus, baue Waffen und so weiter und kann dann eben irgendwelche anderen Nachbarn überfallen und ausbeuten oder wie auch immer. Wobei es auch den friedlichen Modus geben wird, denke ich, und dann kann man hier weiterhin in aller Ruhe aufbauen. Aber wie gesagt, diese Spielidee ist einfach, und dieses Wusel-Ding, das war damals einfach bei Siedler, glaube ich, das erste Mal so richtig, jedenfalls wo es ich kennengelernt habe, du musstest so Produktionsketten aufbauen, die müssten gut aufeinander abgestimmt sein, dass du Nahrungsmittel irgendwo hingebracht hast, dass du genügend Getreide produziert hast, dass du dann genügend Mühlen und Bauern und Bäckereien hattest, um dann irgendwas zu produzieren und dann konntest du deine Bergwerke, darum ging es ja immer, die Bergwerke mussten dann Nahrung haben, damit dann die Erze rausgeholt wurden und dann in der Schmiede und so weiter wurden dann die Werkzeuge und die Waffen gebaut. Ne? Also das musste alles irgendwie passen und du musstest auch noch, wer sich dann erinnert, das war ja diese Pfade und die waren in so Segmente eingeteilt. Also wenn man so einen Pfad gelegt hat über die Landschaft, dann war das so in Segmenten, ne? So immer so in kleinen Teilstückchen. Und in jedem Teilstückchen musste dann ein Siedler stehen. Wobei die auch, glaube ich, wie waren das? Die sind auch dann irgendwie nachgewachsen. So viel du brauchtest, so viel waren dann da. Und die haben dann, jedes Teilstück hatte vorne und hinten so eine kleine Flagge, hat den Weg markiert und die haben dann immer die Waren von einer Flagge zur nächsten getragen. Also der Siedler, der praktisch zuständig war für sein Wegsegment, der hat dann das von der Flagge zur nächsten getragen und umgekehrt. Ne? Und so wurden die Waren transportiert. Immer so zack, 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 so etappenweise immer eins weiter. Wer das Spiel noch kennt, den langweile ich jetzt hier wahrscheinlich schon, aber
Naja, jedenfalls, und auch da ist es dann so, wenn man also die Pfade irgendwie ungünstig gelegt hat, dann hat man irgendwo so Engpässe erzeugt. Und dann, dann waren an den Flaggen, ist dann ein Haufen von Kram gelegen. Und der kleine Siedler, der das dann hin und her transportiert hat, der ist dann gar nicht mehr nachgekommen. Ne? Der hat es gar nicht mehr geschafft und dann war dort ein Stau. Dann kamen eben die Waren nicht durch. Also das war schon nicht ganz ohne. Also man musste das, wie gesagt, produzieren, man musste so die Ketten, musste sich überlegen, wie kriegt man das gebacken, damit die richtigen Mengen da waren, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und man musste den Transporter irgendwie bewerkstelligen, genauso wie hier ein bisschen. Ne? Nur, dass das eben jetzt hier ein bisschen anders läuft. Ne? Und hier noch feingliedriger ist. Also da muss man sich schon um. Das ist natürlich mit der modernen Technik. Ich meine, wir sind jetzt viel weiter, 10, 20 Jahre weiter. Ja, da hat sich natürlich hier mit der Computertechnik einiges getan. Die Leistung und so weiter. Also man kann das natürlich ein bisschen mehr detaillieren. Aber wie gesagt, es ist die gute Spielidee, die das Spiel ausmacht, meiner Meinung nach. Und nicht auch natürlich die nette Grafik und dass das irgendwie, aber das macht nicht alles. Also, und ich glaube, diese späteren Siedler-Versionen, die haben einfach daran gekrankt, dass man dann nur noch so diesen einen Entwicklungspfad hatte und das war so ein Automatismus. Man musste erstens das, zweitens das, drittens das, viertens das. Und da war irgendwie gar keine Variation mehr dann so großartig möglich. Und wenn man das Ding zwei, dreimal gespielt hat, dann hat man das sozusagen drauf gehabt und dann war der optimale Entwicklungspfad war klar, das muss man dann machen, so und so und so. Und aber dann wird es auch langweilig. Wenn ich genau weiß, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, was ist der dritte Schritt, was mache ich als nächstes und so weiter, und nach 5 Stunden bin ich durch, Punkt. Ja, dann interessiert, also ich meine, ist vielleicht lustig, das ein, zwei, dreimal zu machen, aber das war es dann auch. Ne? Ja, schreibt mir ruhig, was ihr dazu denkt. Über diese Art. Und ich glaube, daran kranken die modernen Spiele so auch ein bisschen. Wir haben hier mit den Spiele-Engines, ich meine, der Dave hat ja hier mit Sapiens das von der Pike auf selber alles programmiert, also die ganze Grafikmaschine weitestgehend. Ich meine, er greift schon auf Tools und so weiter zurück, aber es gibt ja andere Spiele, die so mit der Unreal Engine und mit der, wie heißt die andere, fällt mir jetzt nicht ein, die im Prinzip den Entwickler natürlich ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug an die Hand gibt. So eine grafische Oberfläche für ein Spiel zu entwickeln und zu gestalten. Und dann Hut ab davor. Also wenn ich habe ja die ganze Technik schon mitverfolgen dürfen von den ersten IBM-PCs Anfang der 80er Jahre. Ja, ich bin tatsächlich schon so alt. Bis jetzt. An dem einen, wenn man weiß, vielleicht gibt es ein paar unter euch, die das noch wissen. VGA, sagt noch jemand was? VGA, das waren die ersten Bildschirme, Grafikkarten und Bildschirme, die tatsächlich eine Auflösung von, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, 640 mal 400, irgendwie sowas, Bildpunkte. Ja, also ich, oder 600 mal 800, war glaube ich Super VGA dann schon, Super VGA. 480 mal 600 mal 480, irgendwie so, ich müsste jetzt lügen. Es war die Standard-VGA-Auflösung. Und das war, was war die Abkürzung für VGA? Graphic Adapter. Für was war das V gestanden? Ich weiß es schon nicht mehr. Und dann gab es das Super VGA 600 mal 800, 600 mal 800 Bildpunkte. Jedes popelige Handy hat das Fünffache wahrscheinlich an Auflösung heute, als damals ein Ding. Und diese Grafikkarten haben Schweinegeld gekostet und die Monitore, die dann in Farbe waren. Vorher war ja alles entweder diese Bernstein oder grün oder
Also einfarbige Bildschirme, und das waren die ersten Dinger. Und dann gab es die ersten Spiele, die da drauf gelaufen sind, auf dem PC. Und das war ein Riesending, ja. Und ja, und na, und jetzt sind wir hier bei Nvidia-Grafikkarten, die, was weiß ich, 1500, 2000 € kosten und im Prinzip eine Leistung bringen, von der man vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren nur träumen konnte, ja. Naja, so, aber diese ganze Power, die verleitet natürlich, die macht es möglich, dass man sowas wie diese Unreal Engine, die mehr oder weniger schon fast fotorealistische Echtzeit, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also in der Auflösung von dieser HDTV, also hochauflösend, in Echtzeit Action-Spiele, und dann rendert das, was weiß ich, eine Wasseroberfläche, dass man also zweimal hinschauen muss, um zu erkennen, dass das jetzt kein Film ist, sondern dass das tatsächlich ein computergenerierte Wasserwellen sind und Bewegung und Lichtreflexe und so weiter. Also absolut fantastisch. Nur, wenn sich dann eine Spieleschmiede darauf beschränkt, zu sagen, wir machen ein tolles Spiel, das sieht super toll aus, und diese ganzen Open-World-Spiele, die neigen eben meiner Meinung nach dazu, dass das Ganze, es ist eine tolle Umgebung, und natürlich macht es Spaß, sich da erstmal drin zu bewegen und rumzulaufen und dies und jenes, und wenn ich da was baue, dann ist das super Ding. Aber ja, es ist eben auf Dauer, und man kann Spaß daran haben, was zu bauen, das tun wir ja auch hier. Aber wenn es nur das ist, dann wird es auch ein paar Leute geben. Es gibt ja jetzt dieses neue Spiel. Wie hieß das nochmal? Ist mir der Name? Ist mir jetzt auch. Ich glaube, die Lady Hawk hat das mir auch schon mal empfohlen vor einiger Zeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Wo man so wirklich so Sachen aufbauen kann. Also wo man Städte und Häuser und auch sehr. Sehr schön und gestalten. Also das ist auch sicher super toll und entspannend. Und ich habe auch irgendwie bei YouTube schon, bin ich mal über ein Video gestolpert, wo jemand irgendwie, glaube, Herr der Ringe irgendwie nach so Dörfer nachgebaut hat und so weiter. Also da lassen sich fantastische Sachen machen. Aber ich meine, eine richtig gute Spielidee, so wie Siedler eben war, und jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, das ist heute eine absolute Quatsch, eine Quatschfolge. Das war halt wirklich eine Spielidee, die einfach super toll war. Die hat eingeschlagen. Da konnte man einfach immer wieder neue Varianten. Wenn man das fünfte Mal gespielt hat, dann war es auch wieder irgendwo neu. Und so ähnlich wie hier, ich habe eine neue Landschaft, ich habe neue Herausforderungen. Natürlich muss ich immer irgendwie Erze finden und ich muss meine Nahrung produzieren und so weiter, aber es ist immer irgendwie anders. Es ist immer irgendwo wieder eine neue Herausforderung. Und wenn man es dann das 10., 20. Mal, 20. Mal gespielt hat, dann war es irgendwann, hat man es dann mal ja, dann drauf gehabt. Aber dann war auch dieser Wuselfaktor, zuzuschauen, wie der Schmied da seine Dinger baut und wie der Bauer da rausläuft und sein Feld bestellt und dann aberntet. Und also ich meine, das war schon, das war einfach neu, ne? Und ja, so, und das ist es, glaube ich, was so eine gute Spielidee einfach ausmacht. Und da vermisse ich so ein bisschen, also ich weiß auch nicht. Ich habe in letzter Zeit eigentlich keine so neuen Ideen mehr. So wirklich, wirklich neue Spielideen. Wo du sagst, jo, hey, das ist jetzt mal was wirklich Neues. Das vermisse ich so ein bisschen, ne? Also Sapiens ist hier nochmal ein bisschen Ausnahme. Da sind schon einige Sachen drin, die neu sind. Aber ansonsten so diese Open World Spiele, das ist ja. Naja, gut. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren, dass wir die Beetroots hier pflanzen. Dass wir
dass ich den richtigen Abstand hier hinkriege. Ja, also ihr seht es mir hoffentlich nach, wenn das heute so eine reine Quatsch-Folge geworden ist. Aber ab und zu mag ich es ganz gerne mal so ein bisschen rum zu philosophieren und über alte Zeiten zu schwadronieren. Ja, wahrscheinlich werde ich wirklich alt langsam. Früher war alles ganz toll. Ja, okay. Naja, gut, sei es drum. Jetzt ist Abend, jetzt habe ich die ganze Folge hier mit Quatschen, aber hier sehen wir schon, wir müssen hier, ja, das ist jetzt klar, da haben wir jetzt die Raspberries, da haben wir die Beetroots, da haben wir die Äpfel. Aber die Äpfel sind eh schon leer, oder? Ja. Dann können wir die umwidmen, können da sagen, die Gooseberries. Weil ich möchte die wieder in Schlitten verpacken. Receive Items von hier. Weil ich möchte gerne die in Schlitten, im Moment in Schlitten lagern, die Sachen, damit die nicht verderben. Damit die nicht verderben. So. Ja, also dann kriegen wir hier jetzt unsere Sachen. Die werden jetzt da angebaut. Der Rest, die Bananen wachsen. Dann haben wir hier die Beetroots. Also das geht schon voran. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Irgendwo haben wir hier Getreide. Ist nur die Frage, ob wir das in Reichweite haben. Und ob wir das den Nachbarn klauen dürfen. So einfach, ja, hier ist es. Ja, das ist jetzt die Frage. Dürfen wir, sind die beleidigt, wenn wir es ihnen klauen? Dann müssen wir uns halt ein bisschen revanchieren wieder und das ein bisschen gut machen. Aber ich würde hier gerne nochmal ein Getreidefeld anlegen. Dann sagen wir mal, wir pflanzen hier 1, 2, 3 Getreide. Und haben wir hier irgendwo, ja, hier können wir sagen Getreide, Wheat. Dass es erstmal eingelagert wird hier. Und dann können wir da oben sagen, wir tun mal ganz vorsichtig hier, wo war es hier? Und wir tun mal so, wir nehmen die, die so in der Pampa wachsen und nicht so im Feld, weil dann gehe ich davon aus, dass das so die normalen sind, die wir auch ernten dürfen, die frei in der Natur wachsen. Okay, so, weil dann würde ich hier ganz gerne so ein Getreidefeld langsam aufbauen, wenn das Ding ist. Und dann müssen wir einen Komposter bauen. Haben wir eigentlich noch Bretter? Nein, aber wir haben zwei Stämme. Das heißt, wir bauen jetzt hier tatsächlich einen Arbeitsplatz. Den müssen wir jetzt auch mal bauen. Den bauen wir dahin. Und dann, na, können wir jetzt noch nicht, der muss erst gebaut werden. Dann können wir, wir haben keine Messer. Okay. Den Schlitten können wir wieder wegschieben hier. Den tun wir hier hin. Damit er uns da nicht die die Speicherplätze so blockiert. Ja, jetzt, wir haben hier keine Knochen, wir haben nur Steine, wir haben keinen Steinbruch. Wir haben hier natürlich jede Menge Werkzeug. Ich meine, ich glaube, das ist dann doch einfacher, wenn wir uns vorläufig erstmal das Holz holen. Wenn wir uns die Bretter hier runterbringen. Mit dem Schlitten, das geht, glaube ich, am allerschnellsten. Ja. Gut, aber die sind hier auf einem guten Weg. Die pflanzen jetzt die Beetroots, dann hier hoffentlich das Getreide. Und die haben hier Betten. Also da, denen geht's gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es da oben ausschaut. Vor allem, wie die medizinische Versorgung ist. Da müssen wir ja mal ein bisschen schauen. Wir haben diese 5 Verletzung und eine Verbrennungsmedizin. Okay. Und
Da haben wir eine Verletzung und eine Verbrennung. Aber wir haben noch keine Virusmedizin, ne? Am Lager. Die wird zwar hier noch gebaut. Wir haben nur 30 Knoblauch. Ja. Ja, schauen wir mal. Also, und jetzt ist die Frage. Hier läuft immer noch nicht. Das ist unglaublich. Ah, wir haben keine Grinding Roll. Ah, shit. Das habe ich. Das ist nicht das Grinding Tool, das uns hier fehlt. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Wir brauchen hier Grinding. Okay, wir brauchen hier jemand, der tatsächlich das Mehl malt. Da müssen wir natürlich ein paar ausbilden. Okay. So, wie schaut es denn hier mit Dreschen aus? Ups, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das ungültig gemacht. Continuously. Das machen wir wieder hin. So, wie schaut es denn hier mit Threshing? Haben wir nämlich auch niemanden mehr. Da ist der letzte scheinbar weggestorben. Das heißt, wir müssen da nochmal ein paar ausbilden. Ja, das ist jetzt das Problem, weil ich hier diese Automatik rausgenommen habe. Die können wir jetzt eigentlich wieder einschalten, ehrlich gesagt. Das bringt es dann wahrscheinlich mehr. Dass die Leute das automatisch ausgebildet werden. Ne? So, und dann haben wir hier noch 9 Queer Stones. Wie viel haben wir denn hier noch? 42. Das heißt, also, wir können da schon noch welche produzieren. Diese. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal 30. Ja, und da hört man immer noch Leute husten, ne? Also das ist, diese Infektion ist noch nicht, ausgestanden. So, erstmal hier fertig machen, dann schauen wir gleich nochmal, ob alle ins Bett gekommen sind. Schaut so aus. Da ist noch ein Verletzter. Was ist da das Problem? Der ist Virus. Der ist tatsächlich, der hat eine Virusinfektion und ist noch nicht behandelt. Ja, okay. Also wir müssen schauen, dass wir da irgendwie läuft das alles ein bisschen zäher. Aber ich, jetzt habe ich die Automatik wieder eingeschaltet. Ich glaube, das bringt es auch, dass die Leute jetzt automatisch ausgebildet werden. Das ist in der Spielphase, wo jetzt nicht so viel los ist und wo wir nicht jagen und ausbilden Jäger. Da, apropos Jäger, Spearhunting. Wir haben noch Jäger, aber da müssen wir auch ein bisschen schauen, ne? Dass wir da noch genügend ausbilden. Dann tun wir einfach dich mal rein. Und den Milo. Und das ist schon wichtig, weil wenn jetzt über so lange Phasen nicht gejagt wird, dann verlernen wir das Jagen. Dann haben wir am Ende keine Jäger. Und plötzlich kommt da so eine Herde von 4, 5, 6 Mammuts. Und dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir keine Jäger haben. Ne? Tja. Das ist nicht gut, aber im Moment haben wir wirklich null. Wir haben null Alpakas und wir haben null Mammuts. Vielleicht übersehe ich die ja immer komplett. Aber im Moment schaut es hier ganz mau aus. Okay, aber passt. Also es war jetzt eine Quatschfolge wieder mal. Sorry dafür. Ja, so viel zu spielen. Und ja, aber trotzdem, also ich denke, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Interessiert mich so, wie ihr darüber denkt. Und tja, ansonsten denke ich, wenn ihr selber Sapiens spielt, dann viel Spaß. Wenn ihr was anderes spielt, dann natürlich auch viel Spaß. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.